Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Heute mit einem ganz spontanen Weintrauben-Video hier beim Junkfood Guru. Es gibt Obst! Das kommt nicht häufig vor und ich glaube das letzte Mal, dass ich hier Obst gegessen habe, vor dem Kanal, ich esse sonst wirklich im Alltag auch Obst, war glaube ich im letzten Jahr September war es. Und da waren auch die Zuckerwatte-Weintrauben am Start, die es jetzt wieder bei Lidl gibt. Es gibt Weintrauben mit Zuckerwatte-Geschmack auch in anderen Supermärkten. Im Edeka habe ich die auch schon mal gesehen im Internet, aber noch nicht in meinem Edeka. Schreibt gerne in die Kommentare, wo ihr schon überall Zuckerwatte-Weintrauben gesehen habt. Ich habe die im letzten Jahr getestet und war echt begeistert. Da gehen ja wirklich die Geister tatsächlich auseinander. Ich war begeistert, viele sagen aber auch, nee, die schmecken doch gar nicht nach Zuckerwatte. Und ich glaube tatsächlich, dass es an den Trauben liegt. Ja, wie denn auch sonst? Ich meine, es gibt da wahrscheinlich wirklich unterschiedliche Traubenkategorien, das ist ein Naturprodukt, dass einige vielleicht mehr und einige weniger nach Zuckerwatte schmecken. Deswegen habe ich mir gedacht, dieses Jahr probiere ich es nochmal. Die neue Ernte ist da und mal schauen, wie sie schmecken. Die kommen aus Italien, kosten glaube ich so 2,39 Euro, habe ich jetzt dafür glaube ich bezahlt. 400 Gramm, es sind kernlose Trauben und ich habe auch gerade nochmal gegoogelt, weil ich hantiere nicht so häufig mit Obst hier rum, das wisst ihr auch. Und dann soll die mit warmem Wasser abspülen, klar, weil die wahrscheinlich auch gespritzt sind, und dann abtupfen. Aber ganz wichtig, immer erst kurz vor dem Verzehr. Ich hatte schon so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt abspüle, wasche ich dann den ganzen Geschmack runter. Nein, der ist natürlich drin. Die sind halt so speziell gezüchtet und schmecken halt um einiges süßer als normale Trauben und der Geschmack soll wirklich in Richtung Zuckerwatte gehen. Im letzten Jahr war es definitiv so. Wie es jetzt ist, werden wir gleich erfahren, nachdem ich diese Trauben mit warmem Wasser abgespült und abgetupft habe. Ein paar Trauben auf der Schale und jetzt wird mal probiert. Ganz schön groß das Ding, ne? Mal schauen, wie es schmeckt. Schmeckt mehr traubig als zuckerwattig. Mal schauen, was dieser Strang Weintrauben mir sagt. Aber definitiv merklich eine krassere Süße. Definitiv. Traube Nummer 2. Schmeckt wie eine Weintraube. Weniger nach Zuckerwatte. Die nächste Traube. Also dieser Strang hat es nicht ganz so drauf. Und die übernächste Traube tatsächlich, ich habe auch mal Trauben erwischt. Und zwar nach Zuckerwatte riechen, aber ehrlicherweise nicht danach schmecken. Kann passieren. Und das erklärt auch die Diskussion im Internet. Einige schreiben, die schmecken nach Zuckerwatte, andere schreiben, sie schmecken nicht nach Zuckerwatte. Und ihr habt beide recht. Es hängt halt wirklich von diesen Weintrauben ab. Manche sind halt intensiver, manche weniger. Die schmecken teilweise echt ganz normal. Und schreibt immer in die Kommentare, Zuckerwatte Weintrauben 2020. Was habt ihr für Weintrauben erwischt? Haben die nach Zuckerwatte geschmeckt oder waren die auch eher neutraler? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf den Austausch hier. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!